Künstliche Intelligenz hält immer mehr Einzug in unseren Alltag und sie ist natürlich nicht nur Fluch, weil vielerorts hört man oder von vielen hört man diese blöde Computertechnologie und so weiter und so fort, sondern sie hat natürlich auch Segen. Es kommt immer ganz darauf an, wie nutze ich diese Technologie. Und heute freue ich mich, mit zwei wundervollen Gästen darüber zu sprechen, wie man künstliche Intelligenz im medizinischen Sektor nutzen kann und welchen Vorteil es vor allen Dingen für uns alle als Patienten oder als diejenigen, die sich an einen Arzt wenden, als Hilfesuchende, welchen Nutzen es da haben kann. Und da freue ich mich jetzt drauf, mehr zu erfahren von meinen Gästen. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, mich in dieses Gespräch zu begleiten. Es wird sicherlich spannend. Bleiben Sie dran. Hallo ihr beiden Lieben, schön, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Gerne. Lieber Joachim, ich beginne bei dir. Joachim, Dr. Joachim Ahlers. Du hast ganz viele Zertifikate, die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Du bist Facharzt für allgemeine innere Medizin. Du bist Spezialist in der Metalltoxikologie, habe ich das hoffentlich richtig ausgesprochen, Mikronährstoffexperte und noch vieles mehr. Also du hast auf jeden Fall den Antrieb in dir, dich stetig weiterzuentwickeln, dich stetig auch weiterzuentwickeln, am Puls der Medizin zu sein. Was gibt es für neue Erkenntnisse? Weil, so habe ich dich mittlerweile kennengelernt, es einfach nicht sein kann, dass man irgendwo an einem Punkt stehen bleibt, wenn doch die Wissenschaft man immer neue Erkenntnisse hat. Man darf nicht stehen bleiben, oder? Genau, richtig. Und auf der anderen Seite habe ich Martin Wiss. Vielen Dank auch dir, dass du da bist. Du kommst ursprünglich aus dieser Technologie, über die wir sprechen. Was heißt, du kommst ursprünglich, du bist immer noch drin in dieser Technologie, genau. Hast dich aber auch medizinisch weitergebildet, denn auch das ist für dich von größtem Interesse, nicht nur im eigenen Interesse, sondern du, ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, ist es auch dein Antrieb, etwas zu finden, was dem Menschen grundsätzlich helfen kann. Genau. Wenn ich es mal so kurz beschreiben darf. Aber ich werde dich dann gerade noch kurz bitten, dich noch mal ausführlich vorzustellen. Ich fange mal kurz bei dir noch an, wenn du vielleicht auch noch ein paar Worte zu dir sagst, was ich jetzt übersehen habe. Du hast schon ganz gut eingeleitet. Schaut mal, ich habe zwei Ärztezentren in der Schweiz geleitet. Ist etwas, wo ich als Facharzt allgemeine innere Medizin, auch in der Schulmedizin sicherlich die Extrameile gegangen bin. Wurde als leitender Notarzt angefragt und viele Dinge im metalltoxikologischen Bereich und zahlreiche Zertifikate. Ja, aber mir ist immer mehr auch wichtig, dass ich zum Beispiel auch als digitaler Leibarzt das Patientenerlebnis, dass sie sehr nahbaren Arzt haben. Zum Beispiel auch in der Hierarchie. Viele dürfen mich mit Joachim in der Tat ansprechen. Und das ohne Autoritätsverlust. Zumindest in der Schweiz ist das machbar. Das ist ein großes Geheimnis. Und wenn wir heute dieses Thema mit Artificial Intelligence haben, mit wie schaffe ich es in der Patientenkommunikation, Dinge, Strukturen einzubauen, die nicht nachteilig sind, die nicht den Arzt ersetzen wollen, sondern die wirklich schön sind, weil es es plastisch auch für den Patienten macht. Unter anderem, da kommen wir in vielen Beispielen nachher rein, das ist mir ein ganz großes Gut, weil das erleben die Patienten wirklich, die auch in einer Techie-Welt mit dem Mobile-Phone oder mit anderem viel unterwegs sind. Und wir müssen sie einfach mit den Messengern, mit den Kommunikationskanälen oder anderen Sachen abholen, wo sie steht. Wir müssen am Zahn der Zeit sein. Ja, du hast den Begriff Leibarzt wieder in den Mittelpunkt gebracht. Ich finde das einen sehr, sehr schönen Begriff. Ich habe ihn lange nicht mehr gehört, aber ich finde es eigentlich ganz toll, einen Leibarzt zu haben. Das möchte ich noch kurz betonen. Einen, der einen wirklich als Patienten von der Locke bis zur Socke, wie du immer so schön sagst, kennt und was er selbst nicht abdecken kann, eben dann ein entsprechendes Netzwerk zur Verfügung hat. Als Leibarzt hast du das Netzwerk und siehst dich nicht selber als Herrgott in Weiß, bist aber so nah und abrufbar für den Patienten, dass du ihn A, genau kennst und B, erreichbar bist und die Patienten-Arzt-Beziehung, die sehr eng ist, im Vordergrund steht. Das verstehe ich unter Leibarzt-Tätigkeit. Ja, vielen Dank. Haben Sie eine gesundheitsspezifische Frage und möchten zeitsparende Antworten, ohne stundenlang zu recherchieren? Stellen Sie Ihre Frage an Kai Sana. Sie generiert für Sie fundierte Ansätze und präzise Videovorschläge. Jetzt habe ich dich kurz vorgestellt, schon mit, dass du aus der
Computertechnologie kommst und dort auch noch ganz präsent bist und ganz aktiv bist, aber auch eben dich medizinisch weitergebildet hast. Magst du da noch was dazu sagen? Gerne. Ja, Martin Wies, wie du schon erwähnt hast, ursprünglich aus dem Bereich Computer Science und IT, habe dort verschiedene Firmen aufbauen dürfen im Bereich Software und seit mehreren Jahren auch im Bereich Artificial Intelligence unterwegs, künstliche Intelligenz. Zwei Startups in dem Bereich und jetzt seit zwei, drei Jahren ist das Thema natürlich sehr im Trend mit OpenAI und den LLMs, den Large Language Models und Co. Und das ist die eine Seite und die andere Seite, ich sage es mal, meine Berufung oder wahre Passion ist wirklich das Thema Medizin. Da habe ich mich seit 2015 intensiv damit beschäftigt. Einfach zuerst für mich selber Naturheilpraktiker-Ausbildung gemacht, dann Ernährung, Fitness, Sportmanagement und jetzt seit zwei Jahren auch Medizin am Studieren. Und die Idee oder was wir tun ist eben, wie Joachim das gesagt hat, die moderne Technologie, das Gute nutzen, um eben auch in der Medizin dort etwas zu bewirken und die positiven Effekte dort umzusetzen, genau. Jetzt erlebt man häufig in der Bevölkerung diese Angst, im Zusammenhang mit Computer zu einem gläsernen Patienten zu werden. Wie könnt ihr denn dieser Angst oder wie begegnet ihr dieser Angst? Genau, also das Thema Datenschutz oder meine Daten und Co. ist natürlich immer ein großes Thema, aber die gesetzliche Lage und die Regulation in Europa ist dort extrem gut. Also jeder Softwarehersteller weiß, was er dort tun muss und dass die Daten gut geschützt sind. Es drohen drakonische Bußen, wenn man das nicht tut. Also da wird das wirklich sehr, 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 sehr gut drauf geschaut. Und ich glaube, der Benefit überwiegt die Sorgen massiv. Die Daten werden nicht geshared. Das sind die Daten von dir, also der Patienten, das gehört ihm. Er hat nur Zugriff auf seine, das ist komplett getrennt. Und ich glaube da, wenn man es halt technisch nicht so im Detail versteht, kann ich verstehen und nachvollziehen, dass man dort seine Bedenken hat. Aber technisch ist das alles schon relativ gut gelöst. Mhm. Was war jetzt so euer Antrieb, dass ihr sagt, ihr bringt jetzt eben diese Digitalität und AI und Co. so in eure speziellen Arbeitsbereiche da auch mit ein, also in die Medizin? Wenn man jetzt zum Beispiel den praktischen Alltag und Patientenkommunikation sieht, dann sieht man, dass zum Beispiel viele Praxen auch in der Schweiz immer noch mit Fax oder mit so veralteten Praxissoftwares arbeiten, wo teilweise noch von vor 15 Jahren sind. Und das ist ein großes Problem. Wir wollen auch als noch recht junge, aber schon noch erfahrene Ärzte was bewegen. Und die ältere Generation hat erlebt, wie Computer und die ganzen Updates geschehen. Wir erleben das, dass wir jetzt die Social Media Realm haben, dass wir all das verbinden wollen, wo sich in Amerika und ich als privater Leibarzt internationale Patienten habe. Zum Beispiel erlebe, in Amerika hast du Dinge, wo über Facebook Messenger läuft. Hier in Europa ist mehr WhatsApp Messenger. In Dubai, in China ist es wieder was ganz anderes. Da kommen ganz andere Herausforderungen auf einen zu. Und wenn wir dann hingehen und sagen, wir wollen die Patienten da abholen, womit sie kommunizieren, und wenn es ein Instagram Messenger ist, dann wollen wir das anbieten. Okay, aber hier haben wir den Schweizer Datenschutz. Okay, hier haben wir die Fragen. Dann gibt es endlich ausgereifte Programme, die den Datenschutz, sei es schweizkonform oder DSGVO-konform in Deutschland oder erfüllen, wo wir richtig viel Geld ausgeben, monatlich, um zu gewährleisten, dass die Daten safe sind. Aber jeder dann in einem Programm seine gewohnten Kanäle nutzen kann. Und das ist echt ein Highlight. Ja, das ist mal nur eine Sache, dass wir diese Messenger nutzen und in neuen Programmen für uns entdeckt haben, um Patienten nahbarer zu sein. Und dann noch eine Sache, wenn jemand versteht, dass zum Beispiel E-Mails häufig in einem
Spamfilter landen und Messenger über 90% Öffnungsquote haben, wir von beiden Seiten Zeit sparen, weil wir zum Beispiel sagen, hier kann ich mal ganz rasch, jetzt wo der Patient das Problem hat, jetzt antworten, wo er das Nattel, Handy, Mobilfunk in der Hand hat, mit Audio auf eine gezielte Frage antworten. Das ist dem Patienten mehr wert, als wenn du in einer E-Mail deine Formalien oder deine Rechtschreibfehler irgendwo korrekt hast. In dieser Welt leben wir, es soll zeitnah Feedback geben, nicht irgendwann in 3-4 Monaten irgendeinen Termin ausgemacht werden, womöglich noch übers Sekretariat, wo sehr langwierig ist. Das heißt, das ist mal nur eins von vielen Aspekten, wo wir sehr wertschätzen und wo wir auch reingehen. Das soll ein Vorteil sein, vor allem für die Patienten. Du hast mir im Vorfeld schon so ein bisschen beschrieben, wie sowas dann eben einfach aussehen kann, dass der Arzt quasi wie eine Videoaufnahme macht, parallel eben einfach mit einem entsprechenden zum Beispiel Laborbefund und das nochmal ganz genau erklärt. Aber erklär es gerne nochmal. Wenn wir zum Beispiel ein einziges kleines Beispiel für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, KI nutzen wollen, dann ist es etwas, wo richtig vorteilhaft ist, wenn ich zum Beispiel sage, der Patient sitzt auf heißen Kohlen, erwartet sein Labor, Besprechung ist vielleicht erst in 2 Wochen oder hat bei mir ein ganz ausführliches Labor und er will einfach mal die 3-4 Baustellen wissen, worum es geht. Und dann ist es so, dann gibt es Programme, die auch datenschutzkonform sind, wo auf Praxen ausgerichtet sind, wo wir dann wissen, okay, das gibt es im Mobilfunk und auf dem Desktop-Version, wo ich das Labor und die Ergebnisse in 2 Minuten zusammenfasse. Man sieht mich in einem kleinen Spiegel und sieht dann, wo ich die Sachen erläutere und erkläre und zusammenfasse. Das erste Wissen, der erste Durst, die Unwissenheit ist gestillt und jetzt kommt AI ins Spiel, KI. So etwas kann dann hingehen, die Überschrift automatisch auswählen, wenn es zum Beispiel ein metalltoxikologischer Befund ist, könnte die Überschrift heißen, die ich dann nicht auswähle, aber die passend ist, ihr metalltoxikologischer Befund vom so und so. Und dann gibt es sogar eine kleine Zusammenfassung. Dann kann der Patient sogar das noch in einer Geschwindigkeit, die ihm angenehm ist, falls er mich als Hochdeutschen oder Nicht-Schweizstämmigen nicht so versteht, kann das anpassen, hat sogar noch Zeiten, wo kleine Zwischenüberschriften sind mit den kleinen Zeitangaben. Hey, das ist Cutting Edge. Das ist mal eine von vielen AI-KI-nützlichen Wegen, um dem Patienten dienlich zu sein. Das kann er weiterleiten an seine Bekannten, dass die auch verstehen, was der Herr Ahlers da vielleicht alles redet und kann das wieder rekapitulieren. Wenn wir sonst uns in einer Sprechstunde unterhalten, man hat doch maximal 20%, was man auditiv behält. Aber das ist etwas, was der Patient sich immer wieder anschauen kann. Ja, und vor allen Dingen also mit Begrifflichkeiten, mit denen ich als Patient vielleicht jetzt gerade nicht direkt zurechtkomme, dann habe ich das vielleicht im Video. Da wird es vielleicht auch nicht gerade unbedingt von dir erklärt, aber ich habe dann zumindest die Möglichkeit, dann nochmal nachzugoogeln. Was heißt denn googeln oder nachzuschauen im Internet? Was heißt es denn? Und habe Ruhe und Zeit, mich damit zu befassen. Wir haben viele ältere Menschen, die brauchen dann immer eine Begleitperson unter Umständen, weil sie sagen, ich brauche immer noch jemanden, der das mithört, weil ich eben das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Wir sagen als Ärzte, sie kommen mit 4 Ohren. Ja. Das ist auch absolut wichtig. Da bleibt viel mehr hängen. Manche Patienten fragen mich, kann ich das aufnehmen? Oder wie sieht das aus? Das ist immer ein ganz großes Thema. So etwas kann man viel besser dann ersetzen. Du bist aufgeregt, wenn du vielleicht in diese Sprechstunde kommst und bekommst dann einen Befund. Und dann ist diese Aufregung, die macht auch schon mal wieder ein paar Kanäle zu, wo du sagst, kann ich gar nicht alles aufnehmen. Oder wenn du das wie diese Sprechstunde damit vorbereitest oder kleine Empfehlung schon abgibst, der Patient kann wie vorbereitet. Patient ist vorbereitet. Er kommt nicht mit 1000 Fragezeichen und kriegt dann noch so einen Befund, sondern das Gros, den roten Leitfaden hat er dann schon verstanden und kann in dieser Sprechstunde vielleicht viel effizienter und strategischer deine Fragen, die ihm vielleicht im Detail auf den Fingernägel brennen, ohne dass ich hier einen Monolog erkläre von dem Befund, loswerden. Das ist dem Patienten viel dienlicher, als wenn ich das vielleicht im altbewährten System mache. Ich sehe den Vorteil für den Patienten. Wie ist es denn für den Arzt letztendlich? Ich kann mir vorstellen, dass es doch, ja gut, er muss es sowieso erklären seinem Patienten, ob er das jetzt in der Videoaufzeichnung macht, aber ist es aufwendiger? Spart der Arzt sich durch KI oder durch
diese Unterstützung, spart er sich da Zeit, Aufwand? Ich würde zusammenfassen, das ist eine Win-Win-Win-Situation. Aber vielleicht kannst du da noch mehr erzählen. Arzt spart definitiv Zeit. Also es gibt natürlich verschiedene Aspekte, wo KI mithelfen kann. Das wurde jetzt Joachim erklärt, also nicht die eine Seite, wo der Patient direkt einen Impact sieht, aber es fängt schon bei der Diagnostik an, wo man das nutzen kann. Und wenn ich das Beispiel aufgreife von den Laboren, als Beispiel, nicht jedes Labor macht jeden Test und ist spezialisiert auf jedes Thema. Deswegen nutzt man meistens verschiedene Labore, um gewisse Auswertungen zu machen. Mhm. Und jedes Labor schickt dann die Befunde anders, in einem anderen Format, in einer anderen Form. Und dort kann dann auch KI unterstützen, die verschiedenen Befunde einheitlich zusammenzufassen in eine Form, so dass der Arzt das nicht manuell aus 10 Berichten zusammenfassen muss, sondern es gibt dann einen Bericht und die Informationen können dann noch angereichert werden mit zusätzlichen Informationen, die dem Arzt dann schon Indikatoren geben, in welche Richtung könnte es gehen. Das ist die eine Welt und die andere Welt ist wirklich Diagnostik. Ein Beispiel, was wir zum Beispiel nutzen, ist im Bereich kognitive Gesundheit, also Gehirngesundheit. Mhm. Wir nutzen dort eine App, wie du eine App nutzt auf dem Handy, die 10 Minuten einen Test durchführst. Die App überprüft 150 Datenpunkte, zum einfach erklären, das heißt 150 verschiedene Elemente werden gleichzeitig geprüft und nach diesem 10 Minuten Test, der Patient bei uns durchführt, sagt die App mit 99,9% Wahrscheinlichkeit durch die KI, ob du in den nächsten 20 Jahren zum Beispiel Alzheimer entwickeln wirst. Und wie macht es das? Durch Studien und Millionen von Daten weiß die Software oder die KI, was sind Elemente in der Bewegung, in der Reaktionszeit eines Menschen, die evidenzbasiert darauf, also dahin führen, dass jemand Alzheimer entwickelt und kann halt so wie kein Arzt das dann vorhersagen. Und wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, KI ist sicher ein super Support für jeden Arzt, aber kein Ersatz. Also ich sehe das immer, was können wir entwickeln und umsetzen, dass ein Arzt seine Arbeit noch besser machen kann. Und da ist sicher KI, auch wenn das ein paar negative Schlagzeilen macht, je nachdem mit, ich weiß nicht, Terminator und was auch immer, sicher super als Unterstützung dienen. Mit Terminator? Ja, es gibt natürlich in den News, vor allem in den USA und in Europa oder auch auf anderen Medienhäusern wird häufig gesagt, die KI übernimmt bald die Welt. Ach so, alles klar, ja. Genau. In diese Richtung. Genau, aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Und es hat sicher extrem viele gute Benefits, speziell im Gesundheitswesen, die wir nutzen können. Ja, also ich glaube, was ja auch ein wichtiger Aspekt eines Arztes sein sollte, ist immer noch die Empathie und die Menschlichkeit, die er mit in die Behandlung einfließen lassen muss. Mhm. Viel Kritik kommt heutzutage auch, dass man nur noch diese Apparatemedizin nutzt und dass man aber vieles auch ertasten kann. Also, dass nicht mehr angefasst wird, der Patient. Also, das wollen wir auf jeden Fall, glaube ich, hier, da sind wir uns, glaube ich, eins in unserer Meinung, dass wir das damit nicht eliminieren wollen mit dieser Idee. Ne? Also das braucht es immer noch und es sollte eine gesunde Mischung zwischen all dem sein und einfach das Gute aus all diesen Optionen zu holen. Ja, zusammenfassend vor allen Dingen die Infrastruktur für den Arzt, dass er vielleicht mehr auch sich auf den Patienten anstatt auf irgendwelche wiederholbaren, repetitiven administrativen Sachen, wenn man das geschickt und strategisch einsetzt, kann man sich dafür zeitfrei raumen, den Fokus auf den Patienten und auf das Inhaltliche mehr zu haben. Das wäre eins meiner Ziele für KI. Ja, es ist ja sowieso wichtig, weil der Arzt ja sowieso nur für jeden Patienten eine sehr, sehr schmales Ganz Zeitfenster genau. hat. Ja.
Gerade deswegen in der Hausarztmedizin. Ja. Oder? Da ist es natürlich etwas, wo man sagt, hey, das ist schon einer nach dem anderen und zwar einer viel nach dem anderen. Hier wollen wir ansetzen. Vielleicht wäre das auch was für die Hausarztmedizin, aber ich glaube, da müssen sich noch einige Weichenstellungen ändern. Das ist etwas, wo immer noch in der Cutting-Edge-Medizin ist, wo Leute vielleicht auch selbst ihre Infrastruktur in die Hand nehmen können als Eigentümer einer Praxis, wo nicht überall Geschäftsführung drüber sind, wo man richtig die Qualität rausholen kann. Ja, genau. Ich habe jetzt noch gar keine Vorstellung davon, wie sowas funktioniert, also in der effektiven Anwendung. Ist sowas denn leicht lernbar oder braucht man eine gewisse Affinität auch zu Computerdingen? Also weil ich denke, viele Ärzte sagen, lass mich mit Computer in Ruhe. Ne? Also wie ist das denn zu sehen? Also ich bin vielleicht nicht die beste Referenz, weil ich damit aufgewachsen bin. Aber grundsätzlich, zum das einfach erklären, am Schluss ist es, wie man irgendeine andere Software nutzt, einfaches Programm. Man muss nicht Techniker sein. Die LLMs, die Chatbots, sage ich jetzt mal, ist wie man mit einem Menschen kommunizieren würde. Antwort, Frage und unterstützt einen einfach mit Zusatzwissen. Eben wie Joachim gesagt hat, der Arzt soll mehr Zeit haben für das Wesentliche und alles, was Zeit nimmt und vielleicht repetitiv ist oder das Gleiche ist, soll, wenn es geht, die Maschine oder jemand anders übernehmen, so dass man sich Zeit nehmen kann und dass halt die Informationen dem Arzt zur Verfügung stehen, die er benötigt. Das ist so das Ziel. Also technisch ist es gar nicht, für den Arzt selber ist es nicht riesen, also groß technisch. Es ist eher dann im Hintergrund sehr technisch, aber das ist wie bei einem komplizierten Diagnosegerät. Der Arzt muss nicht die Elektronen und alles kennen, wie das gebaut ist, sondern die Anwendung ist entscheidend. Genau. Mhm. Ja gut, wenn wir ein Smartphone kaufen, dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, wie wir es bedienen. Und das ist ich denke, jeder, der von Android auf Google oder auf iPhone oder umsteigt, hat eine gewisse Lernkurve. Jedes Praxisteam, das eine neue Praxissoftware anwendet, hat eine gewisse Lernkurve. Aber die Programme sind mittlerweile so ausgereift, dass sie sehr selbsterklärend sind. Mhm. Also bisschen Geduld sollte man mitbringen, dass nicht alles gleich nach einer Woche glatt läuft. Aber wenn man peu à peu die Mitarbeiter schult, auch mit solchen Programmen zu arbeiten, wo sie eben mit auch in der Patientenkommunikation dienlich sind, dann ist das etwas, wo dir vielleicht noch deine Mitarbeiterin was erklären kann, wie das Programm funktioniert, oder? Ja, okay. Also was ich mir auch eben sehr gut vorstellen kann, dass ja nicht jeder alles wissen kann, auch nicht jeder Arzt kann alles wissen, jeder hat so seine Schwerpunkte, dass man durch diese AI, also künstliche Intelligenz, eben einfach auch als Arzt noch Hinweise bekommt aus der Software. Schau mal dahin und wenn du selber da keine Expertise hast, dann schlage ich dir diesen oder jenen Ansprechpartner vor, vielleicht auch noch in deiner Region, also das auch hier eine gute Vernetzung stattfindet. Man kann viel mit Datenbanken arbeiten, oder? Muss man natürlich schauen, dass auch diese geschützt sind. Wenn du von Experten in verschiedenen Bereichen sprichst, dass man dann weltweit die Top-Experten findet, ist natürlich immer die Frage, wer ist ein nach welchen Kriterien? Richtig. Das ist die Definition eines Top-Experten. Ja. Aber scheiden sich Welten zwischen Schulmedizin und ganzheitlicher Medizin. Königsdisziplin sollte immer sein, dass man beide Welten beherrscht. Aber das ist etwas, wo, glaube ich, Zukunftsmusik ist. Mhm. Wird wahrscheinlich eher mit persönlichen, privaten Datenbanken anfangen, aber Netzwerk, dass man das dann auch vielleicht schnell abrufen kann, mit Kontaktdaten und dem Patienten zuspielen kann, why not? Ich finde die Idee richtig gut. Ja, vor allen Dingen eben, dass ich vielleicht als Arzt, wenn ich sage, ich weiß jetzt nicht mehr in diesem Fall, woran könnte es denn sonst noch hapern, ne? Dass ich dann auch Inspirationen bekomme. Ja, also in welche Richtung ich vielleicht noch denken könnte. Kann man sich sowas auch vorstellen? Kein Arzt kann das Kompendium für die Pharmakologie auswendig. Mhm. Kein Arzt kennt von jeder Erkrankung alle Differentialdiagnosen, vielleicht von seinem Fachgebiet, oder? Gut, ich habe jetzt zum Beispiel den Vorteil, ich muss jeden Tag die
Leitlinien wälzen. Ein Durchschnittspatient von mir hat 2 universitäre Professoren gesehen. Und wenn der ein oder andere sagt, Herr Ahlers, Sie sind meine letzte Hilfe, ja, da fühle ich mich immer klein und sage direkt von Anfang an, dass ich hier kein Herrgott bin. Da ist es aber etwas, man wird jeden Tag gechallenged. Die Grenzen sowohl in der fachlichen Literatur zu lesen, was geht noch, was ist vielleicht schon im Off-Label-Stadium und. Aber wenn dieses Wissen, MSD Manual, up-to-date, irgendwelche John Hopkins University Medizin im schulmedizinischen Setting oder sei es die neuesten pflanzlichen Erkenntnisse oder Mikronährstoffe, welche Wechselwirkungen wer hat das denn alles drauf? Keiner. Ja. Mhm. Wenn man sich dort, zum Beispiel man macht ein Assessment mit einer Anamnese und man gibt direkte Symptome ein oder Abläufe, die in den letzten Jahren waren, wo beschwerlich war. Und die KI zum Beispiel sagt, hey, du frag doch noch mal das ab, das wäre jetzt gut zu wissen, mhm, wo du in dem Augenblick vielleicht nicht auf der Zunge hattest. Dann kann das eine wertvolle Hilfe sein, wie so eine Checkpoint-Liste, die dir dann punktuell maßgeschneidert für den Patienten zur Verfügung steht. Man sollte natürlich als Arzt sein Fachwissen beherrschen, dass nur die Nuancen vielleicht noch ergänzt werden und nicht das Gros. Das sollte schon sein. Die Maschine, die Technik sollte nicht übernehmen. Das Brain ist hier in den Menschen. Ja? Also ganz klar. Ja. Unser Anliegen hier im Sender ist ja eigentlich auch immer, das Gute aus allen Bereichen in irgendeiner Weise zu vereinen. Also jetzt nicht nur eben das Gute aus der Schulmedizin, sondern auch aus der integrativen, aus der Alternativmedizin. Und das könntet ihr euch vorstellen, dass es auch durch die KI dann oder durch die AI dann eben auch da eine bessere Verschmelzung gibt in diesen Bereichen? Ja, absolut. Also ich kann vielleicht das Beispiel aufnehmen von Joachim. Wir haben eine eigene Software entwickelt in genau die Richtung, wo es eben darum geht, dass der Arzt die Symptome, die Beschwerden aufnehmen kann, es den Arzt dann unterstützt und ihm aufzeigt, interaktiv, direkt, wenn er mit dem Patienten interagiert, welche Fragen könnte man stellen? Er kann die Antworten eingeben. Er bekommt dann direkt Follow-up, also neue Fragen, die das vertiefen. Und es zeigt ihm dann auch direkt an, welche Studien gibt es zu den Themen aus den verschiedenen Studiendatenbanken. Mhm. Und dort kannst du natürlich aufmachen von rein schulmedizinisch bis komplementär. Es gibt dort eigentlich kein Limit. Also es hilft dem Patienten und dem Arzt ein ganzheitliches Bild zu haben, über was existiert und was existiert nicht, und hilft ihm dann in der Vorbereitung auch, direkt schon die richtigen Studien und Research auf Papier zu haben. Also die Zeitersparnis ist massiv, heißt, er kann sich mehr Zeit für den Patienten nehmen und die Qualität kann gesteigert werden, weil man halt die Evidenz und alles an einem Ort hat. Das ist so ein wenig unsere Vision, wo wir hinwollen, dass wirklich die KI das unterstützt und dem Arzt halt alles bietet, das er braucht, um wirklich evidenzbasiert und professionell das zu bieten, was der Patient benötigt. Mhm. Ja, ich frage deshalb speziell, weil eben es gibt Patienten, die sagen, ich möchte diese Behandlung, also auf keinen Fall, welche Alternative gibt es dazu eben noch? Weil ich möchte eher den Alternativen oder den Komplementärweg gehen. Genau. Und dann ist der Arzt auch nicht in der Position, dass er sagen muss, ja, davor habe ich keine Ahnung, also da müssen Sie sich woanders hinwenden. Also er wird zum besseren Ansprechpartner, der Arzt, kann man das dann auch so sehen? Wir versuchen, zum besseren das Partner zu erweitern, genau. Ja. Okay, super. Bevor wir zum Ende des Gesprächs kommen, die Zeit ist leider schon wieder um, aber das gibt ja in der AI auch noch ein bisschen was zu tun. Ich bin sicher, wir bleiben da weiter in Kontakt und ihr haltet uns auf dem Laufenden. Ich möchte trotzdem noch wissen, wo kann man sich denn an dich beispielsweise wenden, wenn man dich gerne als Ansprechpartner kontaktieren möchte? Man kann meinen Namen Ahlers googeln, A-H-L-E-R-S, Dr. Ahlers, Zürich, dann findet man alles. Oder man geht auf die Website dr-ahlers.com, dr-ahlers.com,
kann ein kostenloses telefonisches Erstgespräch wahrnehmen, ganz unverbindlich sich informieren oder einfach mal schauen, sind wir der richtige Ansprechpartner. Und das, was wir heute erzählt haben und erlebt haben hier im Gespräch, das müssen die Patienten selber erleben. Das ist eine Anwendungserfahrung, wo dann auch viel Mund-zu-Mund-Propaganda ist, wo empfohlen wird, hey, das habe ich erlebt, diese und jene Technologie gefällt mir so bei Herrn Ahlers. Das ist natürlich auch, was dann auch Leute dazu führt, auch weiter zu empfehlen. Mhm, ja, und wo findet man mehr zu dir, lieber Martin? Genau, ähnlich VHE-Klinik oder vitalhealthenergy.com. Wir sind in Zürich und Dübendorf mit einer Klinik. Und gerne melden, wenn man ganzheitliche Diagnostik und Analyse bei uns einmal erleben möchte. Unverbindlich anrufen, sich melden, kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir, wo der Schuh drückt und wo wir mithelfen können. Mhm. Eine Frage, die habe ich gar noch nicht thematisiert, aber gibt es hier schon entsprechende Apps? Du hast zwar mal kurz angesprochen, die, um zu sehen, die kognitiven Fähigkeiten und so weiter und so fort, aber gibt es solche Patientenverwaltungsprogramme und Kommunikationsprogramme? Das gibt es schon. Gibt es ganz viele. Wir dürfen ganz bewusst keine Namen nennen, oder? Aber man kann sich mit einer kurzen Recherche solche Sachen, die auch Datenschutz und alles andere wahrnehmen, kann man sofort finden. Und die Umsetzung ist dann key, oder? So wie in allem, ein Arzt muss einfach ein paar Schritte weitergehen, auch Techniken anwenden, damit er den kompletten Vorteil für die Patienten rausholt. Ja. Kann sich der Arzt, der uns jetzt vielleicht zuschaut, da von einem von euch auch eine Empfehlung holen? Aus meiner Sicht sehr gerne. Ja. Das ist ja etwas, wo wir hier auch die Patientenkommunikation vorantreiben. Okay, sehr gut, wunderbar. Ich danke euch für euer Engagement, für eure Leidenschaft. Und ja, ich habe das Gefühl, wenn man sich an euch wendet, dann ist man mit seiner Symptomatik nicht alleine und man wird aus eurem Mund wahrscheinlich nicht hören, ja, keine Ahnung, musst jetzt damit leben, was du hast. Ist viel Leidenschaft dabei, genau. Oder? Absolut. Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank. Also ich wünsche euch gutes Gelingen für alles weiter und freue mich auf weitere Gespräche. Ja, merci schon mal. Danke dir auch. Dankeschön, liebe Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen die Angst nehmen vor AI, denn die ist noch relativ weit verbreitet. Es gibt natürlich auch Fans von AI und die konnten wir vielleicht auch bedienen und glücklich machen mit dem, was wir schon hier in Aussicht gestellt haben. Also es ist immer eine Frage, wie nutze ich Technologie? Nutze ich sie zum Segen oder mache ich unschöne Dinge damit? Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen meiner Gäste Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie bitte achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst und gerne auch zur Welt. Und schauen Sie auch das nächste Mal wieder bei uns rein, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch hier auf Wikisana, alle Sendungen für Sie zusammengestellt, werbefrei. Und hier unten haben wir den Button zu YouTube, unserem Kanal. Bitte abonnieren Sie auch den. Und hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt an interessanten Sendungen. Alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.